Jo, guten Abend oder ja, guten Tag oder guten Abend, liebe YouTuber. Der Ralf grüßt noch den Yasin. Yasin, viele liebe Grüße von Ralf. Und ja, da kommen wir jetzt zu dem, was ich neu habe, und zwar. Das ist krass. Irgendwie, ich bin hier unten und da ist keiner da. Das ist so krass. Das ist heftig, ey. Normalerweise stehen hier 5, 6, 10, 11, 12 Autos. Das ist so krass. Erstmal hier das Schmuckstück. Und ja, Marktkauf. Und ja, jetzt kommt's. Achtung. Jetzt kommt die Verwandlung, ja, jetzt nicht die, ne? Also ihr könnt schon erkennen, was ich da, weil das hier sind die blöden Originalblinker. Ne? Oh, der ist extrem. Der sieht extrem aus und der auch. Aber jetzt kommt's. Jetzt haltet euch fest. Jetzt kommt die Verwandlung von meinem. Das ist mein neues Heck. Mein ganz neues Heck. Das ist es. Sieht das nicht noch richtig geil aus? Oder was meint ihr? Geil, oder? Ich finde das cool. So geil, ey. Hammergeil. Hier das sind meine neuen Blinker. Das ist da. Die sind viel kürzer. Und das Geile ist im Carbon-Design. Hammergeil. Mein neues transparentes Rücklicht ist eigentlich für eine CPI Aragon GP, glaube ich. Ja, doch, kann man erkennen, glaube ich. Und mit E-Zulassung. Ja, mit E-Zulassung. Aber ist das geil? Ist das geil, Leute, oder was meint ihr? Ist das geil? Boah, ich finde, das schaut echt fett aus, ey, ohne Scheiß. Oder was meint ihr dazu? Wie sieht das aus? Ist doch geil, ne? Ja. Funktionieren tut alles auch, obwohl ich erstmal jetzt auf die Schnelle habe ich die Blinker so verbunden. Eigentlich so, und das wird die Tage jetzt nochmal komplett neu gemacht, also richtig abisoliert und dann hier irgendwie zwischengesteckt und so, dass es nicht mehr, ja, dass das dann nicht mehr so, also auf jeden Fall gegen Spritzwasser geschützt ist und so, auf jeden Fall. Das mache ich noch die Tage, da mache ich auch noch ein Video zu. Ah, sieht das nicht mal geil aus. Das ist so cool, ohne Scheiß. Hammergeil. Es passt echt gut hierzu, finde ich. Das passt echt gut hierzu. Und deswegen habe ich die auch genommen, Leute. Ohne Scheiß, die sind so cool. Mache ich erstmal Funktionstest. Ja, und als Information, ich werde den Roller hier drin nicht anmachen, weil ist mir nämlich vorhin schon mal ausgegangen. Und ja, dann kurz angesprungen, da aber direkt wieder ausgegangen. Das heißt, ich muss unbedingt noch tanken fahren. Aber das macht ja nichts. Wir wollen nur die Funktion der Blinker überprüfen. Das ist vorne. Kennt ihr ja. Und jetzt kommt's, das ist hinten. Geil, ne? Ist das nicht mal geil? Ich finde, das ist so cool.
anderen Seite genau das gleiche. Oh, das ist so geil, ey, ohne Scheiß. So der Hammer. Die sind übelst hell, sag ich euch. Die sind so mega hell. Boah, das ist so krass. So geil, ey. Jetzt kommt das Bremslicht. Gucken, wie ich das filmen kann, um dabei die Bremse zu ziehen. Wenn ihr das erkennen könnt, ja doch, könnt ihr erkennen. Aber ist das geil? Also hier ist das Bremslicht. Das ist, boah, das ist so cool, ey, ohne Scheiß. Also ich finde, das schaut richtig fett aus, oder? Was meint ihr? Ja, toll, jetzt hat er wieder 1%, ey. Ja. So, da war gerade ein Strich und jetzt ist wieder hier Ebbe. Oh Mann. Naja. Na gut, das dazu. Das war jetzt ein ganz kurzes Video. Und ja, dann ich melde mich die Tage mal, wenn ich das mal wieder mit der Kabelung, der Verkabelung neu gemacht habe und so. Weil das geht gar nicht, ey. Wie das aussieht. Wenn da einmal Wasser rankommt, ey, dann war es das. Ne? Ach, was hab ich denn jetzt schon wieder hier gemacht, ey? Oh Mann. Naja. Ne, also das dazu. Ne. Sieht man das jetzt? Zulassung. Warte. Ja, sieht man. Das ist die Zulassung. Und wenn ihr es auch kaufen wollt, dann müsst ihr bei Racing Planet, also wenn ihr auch einen Kiwi A8 habt, so wie ich, dann müsst ihr bei Racing Planet einfach nur für CPI Aragon eingeben und dann gibt es das wirklich schon zu kaufen und so, ne? Das steht auch drauf für CPI. Und ich habe eigentlich nur die Abdeckung dafür von dem neuen abgeschraubt und hier von dem Standardrücklicht, also alte ab und dann die drauf von dem neuen. Ne, ich habe also eigentlich nur die Abdeckung ausgewechselt und eine rote Birne bestellt, ne, damit ich fahren kann. Straßenverkehr. Jo. Das dazu. Ich melde mich die Tage, wie es geklappt hat mit den Kabeln. Ja, und dann denke ich mal, das habe ich auch voll getankt und so, dann würde ich auch fahren und so. Ja. Also, dann macht's mal gut.